Wie sehr ist Österreich Heimat und wie sehr ist Deutschland Heimat? Ich bin eine gute Melange, würde man sagen. Ich bin eine gute Mischung. Ich habe einen deutschen Vater oder hatte einen deutschen Vater. Ich habe eine österreichische Mutter. Ich bin in München geboren. Also eine Hälfte ist deutsch und ich lebe in Wien seit meinem 6. Lebensjahr. Also ich bin eine Mischkulanza. Aber gibt es so eine Macke an uns Deutschen, wenn sie herkommen, wo sie sagen, was ist denn das? Nee, gar nicht. Nein, ich kann auch sogar meinen Namen sofort eindeutschen. Wenn ich die deutsche Grenze übersteige, bin ich Barbara Wusso. Und in Österreich heißt es Barbara Wussow. Also ich bin da sehr flexibel und pflegeleicht. Ich ändere mich sofort. Ich liebe Currywurst, ich mag eure Berliner. Ich liebe die Straßen und den Lärm und die Aufregung hier sehr. Und ich freue mich auf diese Wochen, die ich jetzt hier verbringen darf in der Stadt. Das Stück Jedermann ist ja was, wo man sich sehr stark auch mit dem Tod auseinandersetzt. In Beschäftigung mit der Rolle, haben Sie ein ganz anderes Verständnis jetzt davon oder sieht man was anders? Nein, ich habe mich schon in den letzten Jahren sehr oft mit dem Tod auseinandersetzen müssen, traurigerweise, weil eben meine Mutter starb, also nach der Geburt meines Sohnes vor 12 Jahren, 13 Jahren und auch mein Vater eben starb, hier sogar in Berlin. Aber ich habe keine Angst vor dem Tod. Es ist für mich es gehört zum Leben dazu. Es gehört genauso dazu wie das Altwerden oder Älterwerden. Und ich stehe dazu. Ich finde es schön, weil jedes Alter hat seine schönen Seiten und seine nicht so schönen Seiten. Aber das gehört dazu. Eine zentrale Rolle spielt ja auch Glaube. Ist für Sie Glaube wichtig oder ist das in unserer Zeit gar nicht mehr so? Absolut wichtig. Ich bin katholisch und ich bin auch praktizierende Katholikin und ich ziehe auch meine Kinder so auf und ich finde es gerade in der heutigen Zeit, die so auseinanderdriftet und wo man also von Steinen bis Bäume anbetet, finde ich es wichtig, dass man ein Zentrum des Daseins kennt und dass man weiß, wofür man überhaupt da ist und was es nachher gibt. Der Jedermann sieht ja als sein Zentrum irgendwo den Luxus. Wie wichtig ist Luxus tatsächlich? Wie wichtig ist Geld in unserer... Geld ist beruhigt, würde ich sagen. Es ist, wenn man es zu viel hat, beunruhigt es wieder, aber wenn man genug hat und so, dass man gut davon leben kann, und das ist manchmal ja, manchmal nein der Fall, also Geld ist schon ganz gut. Was ist für Sie persönlich Luxus? Zeit. Zeit ist der größte Luxus eigentlich in der heutigen Zeit. Zeit zu haben für meinen Mann, Zeit zu haben für meine Kinder, Zeit zu haben für sich selber und Schlaf. Ich habe viel zu wenig Schlaf. Ich komme in den letzten Jahren mit 4 Stunden aus, ungefähr. Und das, es geht noch. Ich weiß wie lange. Darf ich mir das vorstellen bei Familie Busso, wenn Sie auch mal dem Stress entfliehen wollen? Was machen Sie dann zusammen? Dann renne ich in den Wienerwald. Ich gehe gerne laufen und gerne raus. Ich mag keine Fitnessstudios. Ich gehe dann raus in den Wienerwald und renne dort und puste mir also die Seele aus dem Leib und die gute frische Luft rein. Und ich glaube, das werde ich dann in Berlin hier auch machen, wenn ich hier bin, an der Spree entlang rennen oder so. Das wird mit den Kindern gemacht? Die fordern ja sicherlich auch manchmal ihr Recht bei Mama. Ja, natürlich. Na, die Kinder, ich zische auch immer zwischen den Proben. Gott sei Dank hilft mir Frau Gotum dabei, dass ich immer wieder mal nach Wien kommen kann. Aber ich bin dann ab 9. Oktober fix da. Meine Tochter ist 6, die wird jetzt eingeschult. Mein Sohn ist 13 und größer als ich. Aber die Kinder, ich habe sie jetzt gerade mitgehabt in Cornwall. Ich habe dort gedreht, einen Rosamunde-Pilcher-Film mit meinem Mann zusammen und da waren wir da und jeder hat seine Zeit zu haben. Also es kommt dann die Zeit für Berlin und auf die freue ich mich. Das ist wichtig, Ihnen als Mutti den Kindern mitzugeben, also Glauben, sagten Sie eben ja, schon. Ja, Glaube, gutes Benehmen, Anstand, Würde, Höflichkeit gegenüber allen Menschen und Besorgnis um die Umwelt und um unser aller Leben, um diesen Planeten. Aber einen guten Umgangston, das ist das Allerwichtigste. Wenn ich das einmal sagen darf, als sie vorhin reinkam, habe ich gedacht, meine Güte, sie strahlt immer, wenn ich sie sehe, sie sieht immer gut aus und dann frage ich mich, wie machen Sie das? Kleine Kinder haben, viel Stress haben, schöne Arbeit, schöne Rollen wie jetzt die Gefühlschaft, dann schaut man gut aus, dann strahlt man von innen heraus. Hat man da noch Wünsche? Hat man noch irgendwas, was ja, man trotzdem... Ununterbrochen. Ich bin nicht wunschlos glücklich. Oh ja, ich habe die nächste Rolle, die schönste nächste Rolle. Aber jetzt bin ich einmal hier und bin in Berlin und spiele meine Botschaft und freue mich auf die ganze Besetzung, freue mich auf Herrn Glatzeder, Herrn Sattmann, Ilja Richter, Frau Grotum, auf diese wunderbare Regisseurin. Also ich freue mich auf die Zeit sehr. Wir freuen uns mit und bedanken uns. Gut. Dankeschön. Servus.